Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind hier beim C-Day, beim Rihorn C-Day Best Of. Ich habe eben eine halbe Stunde live gestreamt für die Levelaufstiege. Der gute Gefa ist auch am Start, ne? Der hat schon wieder ein Shiny. Guckt euch das an, ich raste aus. Eine halbe Stunde bin ich jetzt gelaufen mit ihm. Wir haben, er hat 5 Stück schon. Er spielt auch mit 2 Handys, ne? Ist ja klar. Mit einem Handy 0, aber wenn du 2 nimmst, kriegst du 5. Das ist alles logisch und erklärbar bei Niantic. Ich habe eine halbe Stunde jetzt also gestreamt, habe die Levelaufstiege gemacht. Jetzt geht's aber los mit Kamera. Und wenn das wieder mal nicht geklappt hat und die Verbindung schlecht war und das Bild ruckelig und die meisten Levelaufstiege eh nicht zu sehen waren, werde ich auch keinen Livestream mehr machen unterwegs, dann werde ich das auch wieder mit Kamera machen, wie ich sonst immer gemacht habe. Ist natürlich einfacher, wenn man das einfach so zeigen kann und das alles reinkommt, während man spielt, als wenn man alle 5 Sekunden wieder Kamera raus, Aufnahme drücken, Aufnahme wieder aus, hin und her, dann kommt der nächste schon wieder rein. Man kann gar nicht spielen, man muss die ganze Zeit warten. Wir laufen jetzt aber rum, 2,5 Stunden sind also noch Zeit. Wir gucken mal, ob wir auch wenigstens einen Shiny bekommen, wenn der Gefa schon 5 hat. Also wir melden uns zurück, wenn wieder was Krasses passiert. Und euch natürlich viel Glück und vergesst nicht, eure 10 Sinnoh-Steine zu gönnen. Wenn ihr das Video am Sonntag seht, ist es eh zu spät, aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt dran gedacht. So, also wir haben gerade noch mal einen Tobi getroffen, der mit seiner Tochter unterwegs ist. Und ja, wenn es so weitergeht, vielleicht können wir ja doch zusammen um die Häuser ziehen. Da gab es ja letztens Probleme, weil seine Tochter im Video zu sehen war. Das wollte dann die Mutter nicht, hat wieder einen riesen Aufstand gemacht, weil es ist ja verboten, Spaß zu haben und unterwegs zu sein. Man muss ja lieber zu Hause sitzen und sich anschreien lassen. Also komischerweise, immer wenn sie mich gesehen hat, hat sie kein Wort gesagt, hat sich verkrochen, will aber die Anwälte auf einen hetzen. Da ist der Franz und der Max, wunderbar. Schnell vorbei. Wir gucken mal, vielleicht können wir uns noch in die gelbe Arena setzen. Leider haben wir bisher immer noch kein Shiny Glück. Ne, die ist voll. Der Gefa hat jetzt immer noch 5, ne? Also, der fängt alles weg. Ist trotzdem etwas ruhig heute. Man sieht deutlich weniger Leute als sonst. Eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt schon gespielt. Man lässt es halt gemütlich angehen. Wie gesagt, Pupsi ist beim Fasching, ach, beim Karneval. Das ist eigentlich ein Unterschied, Karneval und Fasching. Die ist überall. Wo die Leute betrunken sind, ist Pupsi auch am Start. Und ja, der Tobi muss halt extra laufen, aber gleich nicht mehr. Den zwinge ich einfach, mit uns zu laufen. Und die anderen sind beim Schulfest. Die nächsten sind auf Malle. Grüße gehen raus an Kenny oder so. Aber egal. Zur Not laufe ich auch alleine und friere mir alleine den Arsch ab. So ist das nicht. Dann kriege ich wenigstens ein paar Shinies. Ich verstehe es nicht, oder? Das 6. Shiny jetzt. In der ersten Stunde 6 Shinies, fertig, bam. Ich noch 0, aber kein Problem. Habe ja 2 Stunden. Vielleicht laufe ich auch einfach durch eine dunkle Gasse und grenze mich ab und dann findet mich keiner mehr. Und dann kommen die Shinies. So müssen wir das machen. Naja, aber Wetter ist auch in Ordnung heute. Er friert. Ich habe 2 Pullover. So muss es sein. Die Hände sind kalt. Ja, die Hände sind kalt. Willst du in meine Hosentasche stecken, da werden sie warm. Kann ich nicht mehr fangen. Ach, stimmt. Da musst du das Handy halt auch mit in die Hosentasche tun. Ja, wir ziehen einfach mal weiter und gucken mal. Es wird sicherlich noch was gehen. Ich geb's doch auf schon wieder. Der Gefa hat schon wieder eins. Er hat jetzt was? 7. Hast du jetzt 7 Stück hat der. Tobi kam gerade an, ich habe 2, Sarah auch 2, so kein Problem. Jetzt hat der Tobi sein 3., Sarah ihr 3., fertig, ich habe immer noch nichts. Wer ist immer noch tot? Tipp mal das an, nichts, gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich gar keins bekomme, dann kann ich wenigstens einen fetten Titel nehmen, der für viel Aufsehen und Mitleid sorgt, erregt, was? Aufsehen erregt und für Mitleid. Ach, ihr wisst schon, wie ich es meine, genau. Hochprozentige Rihorn, da haben wir es wieder, das Wort, was eben gefallen ist. Kennt ihr auch hochprozentige Rihorn, Rihonsen? Wir laufen jetzt in die Caritas Gas. Da geht es eigentlich richtig gut ab in der Caritas Gas, hoffe ich. Servus. Und da war einer der Ausreißer. Ich glaube, der Dauer hat noch 0.
Da war nämlich doch Felix, der Felix Junior, der läuft gerade seit 5 Minuten, hat noch nichts, aber kommt sicherlich. Hier auch wieder ein hochprozentiges, nee, aber ein hochleveliges auf jeden Fall. Wir durchqueren die Caritasgasse und gucken mal, da hat man ja meistens Glück. Es ist genau Punkt 12, da schlägt's Mittag, ich sag's euch. Und eben habe ich noch gemeint, in der Caritasgasse hat man immer Glück, da geht's ab. Jetzt laufe ich hier rein, drück das erste in der Caritasgasse an und shiny, sogar mit 1367. Oh, Tobi, darf man deine Tochter von hinten sehen? Ich habe nämlich gerade den AR-Modus an und da habe ich so eine rote Jacke erwischt. Aber man hat ja kein Gesicht. Hey, gut. Kennt ihr auch Kinder ohne Gesicht? Die neue Serie auf Netflix. Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt mit. Auch mit einer goldenen Beere, damit es nicht abhaut. Und ich finde immer noch, das sieht so genial aus, diese Farbe dazu. Selbst das Rihorn, die Entwicklung, sieht auch richtig cool aus. Ist ja dann ein bisschen heller, hat aber auf jeden Fall was. Und Rihorn ja auch richtig genial mit diesem gelben Bauchgürtel. Wir bewerten es auch mal. Auch 15 Angriff. Was will man mehr? 1367 mit 15 Angriff. Jetzt habe ich Blut gelegt, jetzt geht's los. Noch 2 Stunden, wir rasten aus. So, so kann man es natürlich auch machen, ne? Felix Junior kreuzt auf, sagt, ja, ich habe erst seit 10 Minuten gespielt, das dritte Shiny bekommen, ja, ich gehe wieder, tschüss, ne? Also, der war insgesamt vielleicht jetzt eine Viertelstunde da, greift 3 Shinies ab und haut einfach ab, also, pff, läuft. So kann man es natürlich auch machen. Die Sarah hat einen komischen Haschcookie, der sieht aus wie eine braune Frikadelle. Kriegt der Ramses schon wieder Hunger. Deswegen gibt es heute aber kein Eis und kein Döner, weil der Döner-Felix ist ja gegangen, der sich sonst immer am Sea-Day Döner gönnt und Eis und noch mehr und alle kulinarischen Leckerheiten. Ich habe jetzt meinen Bildschirm nicht an, drücken trotzdem mal das nächste Rihorn an, sieht man bestimmt nicht. Wir laufen weiter. Jetzt ist es Viertel, also immer noch eine Stunde 45 Minuten. Ich freue mich schon auf die Caritasgasse, denn da habe ich ja immer den meisten Erfolg, sag ich mal. So, der Fluch geht weiter, ganz normal, ne? Der Fischi kommt an hier. Hä, wo ist denn der Felix? Hä? Was? 3 Shinies? Jetzt hat er schon 6 Stück, hat er in die Gruppe geschrieben. Er tippt sein erstes hier an oder zweites oder drittes. Ach, Shiny direkt, fertig, bam. Also, es läuft bei allen. Beim Gefa auch, glaube ich, schon 8. Beim Tobi, der hat jetzt sein viertes. Und bei Sarah das vierte. Und dann hat er aber sein 5. bekommen. Also, alle rasten aus, alle drehen durch. Wir tippen mal hier an. Nix, tippen mal das andere an. Extra fürs Video, um euch zu zeigen, wie viel Glück ich habe. Und ja, fangen jetzt noch ein bisschen mit Sternstück. Wir machen heute nur Sternstab. Wer braucht denn schon Shinies? Der Fischi hat den Trick raus, ne? Er hat sich gestern Fußballkarten geholt. Just for fun? Just for fun, natürlich. Ne? Da ist jetzt kein ernsteres Anliegen dahinter. Mann, ist es denn hier zu viele Autos? Und da war eine Glitzerkarte dabei. Die hat er jetzt mir gegeben. Die soll ich jetzt einstecken. In der Hoffnung, dass wenn ich die einstecken habe, ich einen Shiny bekomme. Wer ist das? Raheem Sterling, ja? Raheem? Ich kenne nur Rakim. Rakim als Rapper. Und der gehört wohin? Erklär mir das nochmal. Das fand ich so schön. Der ist was? Das ist der rechte Flügelspieler von Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Habe ich noch nie gehört. Gut. Kennt ihr euch aus mit Fußball? Ich nicht. London, Bruder. In London. Die dreckigste Stadt der Welt. Musst du auch mal machen. Anstatt Erfurt, London. Nee, da war ich ja schon. Obwohl, da versteht mich auch wieder keiner. Wir stecken die jetzt mal ein und gucken, ob es Glück bringt. Wir sind nämlich immer noch in der Caritasgasse. Das ist eigentlich doppeltes Glück. Da müsste auf jeden Fall was gehen. Da kommen schon wieder Autos. Ah! Hey, ich glaube, der will mich verarschen. Das funktioniert wirklich. Genau hier, ich stehe immer noch genau hier, wo ich eben stand und habe gesagt, ich stecke jetzt die Karte ein, habe die Karte eingesteckt, drück das erste Rihorn an und direkt Shiny. Also, ich glaube, die muss man aber jedes Mal wieder neu rausnehmen und wieder neu in die Tasche reinstecken, dass der Trick funktioniert. Nach 10 Stück musst du das Handy stecken, in die Buchse musst du es halt zusammenfalten, aber ich kann doch nicht deine schöne Karte kaputt machen. Muss BisaFanTV gleich wieder ein Video drüber machen, neuer Shiny-Trick geleakt.
wie ihr ganz garantiert einen Shiny bekommt am Seed Day. Gönnt euch Shiny Fußballkarte, also Glitzerfußballkarte, steckt die ein. Wir müssen das jetzt aber nochmal mitnehmen. Diesmal verzichte ich auf die goldene Beere. Ich bin guter Dinge, dass das drin bleibt. Laufen weiter. Das war das zweite Shiny in der zweiten Stunde. Jetzt habe ich noch 1,5 Stunden für das dritte. Das müsste doch machbar sein in der Caritas Gas mit Fußballkarte. Hey, wir laufen und laufen und laufen durch die Caritas Gas. Der Käfer immer zu Shiny, Shiny, Shiny. So, ungefähr, habe ich hab doch auch nur 3-mal gemacht. Boah, auf jeden Fall hat er jetzt in der Caritas Gas, ich sag's so, die bringt immer Glück und Spaß. 3 Stück nochmal dazu bekommen, der müsste jetzt bei 13 Stück oder so sein auf 2. Und weil immer zu die 3 aufgetaucht ist, habe ich jetzt auch mein drittes. Ja, ich weiß, alles wird gut. Ist auch das kleinste bisher mit gerade mal 545. Jetzt sind wir aus der Caritas Gas raus. Das heißt, jetzt gibt's keine Shinies mehr. Da können wir die Folge auch schon beenden. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Spaß! Shiny! Guck, da ist es. Es fährt da auf jeden Fall. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. 350 WP. Die werden immer weniger. Es hat bei fast... Nee, es hat bei irgendwas hat es angefangen, dann ist es zu weniger, jetzt ist es bei 300 noch was. Ich glaube, das nächste Shiny, wenn noch eins kommt, ist dann WP 10, aber ja, egal. Ach nee, du hast 350. 350, ja. Ja, ich habe bis 354. Also. Siehst du, das hätte mehr WP gehabt als das. Nehmen wir auf jeden Fall mit und laufen weiter. Jetzt läuft's doch, ne? Richtig genial. Jetzt kriegt der Gefa nichts mehr. Dafür werde ich sorgen. Und bei mir kommt jetzt alles an. Super. So, wir sind wieder in der Shiny-Gasse unterwegs, in der Caritas-Gasse. Haben auch gerade kurz die Cindy getroffen, also das Engelchen. Die kennt ihr vielleicht noch aus diversen anderen Folgen. Mit der habe ich auch mal da einen Raid gemacht, einen Click-Raid. Sonst wie, keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, heute spielt wohl gar nicht mehr. Und jetzt sieht man sie am C-Day mit Handy und mit 3 Dönern in der Hand. Richtig genial. Die sehe ich gefühlt wirklich einmal im Monat am C-Day und sonst gar nicht mehr. Ja, aber in Filippone sieht man ja auch nicht mehr. Da wäre ich natürlich auch froh, wenn der mal wieder bei der Action dabei wäre. Wir würden uns, glaube ich, alle über ein Filippone-Comeback freuen, falls ihr Filippone nicht mehr kennt. Ganz episch natürlich am Lavados-Day. Alle Lavados shiny abgestaubt und er war der Einzige, der 0 shiny Lavados hatte. Und da ist so ein kleines Meme draus entstanden, wie er da hängt. Hello Darkness, my old friend. Und traurig nach unten guckt, schwarz-weiß in Zeitlupe. Hello Darkness, my old friend. Wir sind mal gespannt. Jetzt wird es ja wieder wärmer. Der Sommer rückt näher. Vielleicht sieht man da wieder ein paar mehr alte, bekannte Gesichter. Guckt euch die 2 Chaoten da hinten an. Der Käfer räumt weiter ab. Der Fischi holt auch jetzt auf. Ich bin mal gespannt, ob ich hier in der Gasse noch mein 5. bekomme. Das ist nix. Wir gucken weiter, melden uns auf jeden Fall zurück. Und ich habe auch schon mächtig Hunger jetzt. Also ich freue mich, dass es nur noch 1 Stunde ist. Und dann erst mal Mittag. Ja, das weiß man doch vorher, ne? Oder willst du... Vielleicht willst du auch einen Bockwurst-King Konkurrenz machen und deswegen... Ja, aber selbst wenn es... Ja, egal. Gut. Ich finde es auf jeden Fall sehr komisch, dass seit 1/2 Stunde gefühlt einfach kaum noch Rehorn spawnen. Ganz einzeln sieht man mal eins. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir immer zu dieselbe Route laufen und deswegen sind alle Spawns abgegriffen. Und wir müssten einfach nur immer geradeaus laufen. Dann erscheint links und rechts am Wegesrand immer was. Ich denke mal, die spawnen jetzt hier nur wegen den Lokmodulen. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso wir immer Pech haben, weil wir dumm sind. Wir haben jetzt bestimmt... Oh, 1000! Genau, 1000! Der ist aber schön. Den nehmen wir auch mal mit. Und was wollte ich denn noch sagen? Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren, ne? 1 Stunde auf jeden Fall noch. Immer noch 4. Immer noch Hunger. Mein Schritt tut weh, Alter. Ich glaube, ich sterbe. Der Fischi bleibt immer zu stehen. Immer zu, wenn irgendwo ein Rocketstop ist, hängt er sich hin und kämpft erstmal 1 Stunde und sagt, oh ja, ich komme danach. Ich raff das nicht.
Für mich ist C-Day, C-Day, da geht C-Day vor und Rihon geht vor. Ich würde dann niemals am Rocketstop rumhängen, mache ich auch so nicht. Deswegen haben auch schon alle Gold bei den Rocketstops und ich nicht. Aber das kommt ja auch irgendwann, muss man sicher nicht jetzt so. Die Ecke ist gut, hier bleibe ich, da kommen immer zu welche. Habt ihr schon die Goldmedaille bei den Rocketstops? Und macht ihr auch immer Rocketstops am C-Day nebenbei? Oder zieht ihr durch am C-Day? Ich sage ja auch immer, man soll keine Raids machen am C-Day. Da unten ist jetzt auch an der X-Raid Arena, geht gleich ein Raid auf. Könnte man machen, aber da steht man wieder blöd rum. Ich will wenigstens die 3 Stunden durchziehen. Obwohl wir in Zeitlupe laufen, also da ist nichts mit ziehen. Das nehmen wir auch mit, 1400, vielleicht ist hier noch eins von den beiden Shiny. 505, wir drücken kurz mal das andere noch an. Zum Test auch nicht, gut. Wir melden uns zurück, vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch eins. Wie gesagt, 55 Minuten sind es noch und das höchste Shiny wollen wir ja dann auch noch entwickeln. Gut, der Fischi dreht gerade durch, weil er gesehen hat, dass es wohl ein 100er gespawnt ist am Römersbach. Jetzt haben wir schnell Kehrtwende gemacht, laufen zum Römersbach, gucken mal, ob wir das 100er abgreifen können. Ich weiß gerade nicht, wer es gepostet hat, aber derjenige hat wahrscheinlich ein 100er Shiny bekommen. Wäre natürlich richtig fett. Deswegen laufen wir jetzt einfach alle da runter auf der Suche nach dem 100er. Mal gucken, ob wir es noch kriegen, ob es noch da ist, ob wir es überhaupt finden und ob noch jemand ein Shiny kriegt. Wäre auf jeden Fall lustig. Ist ja wie in den anderen Videos immer hier. 100er Jagd. Ausrasten komplett. Eigentlich brauche ich es gar nicht. Aber ich laufe halt einfach mal so mit. So aus Spaß. So. Sind wir durch die halbe Stadt gelaufen. Hier ist der Stop. Das könnte es sein. 1200 noch was. 1100 noch was. Wenn schon länger als 16 Minuten sitzt, vielleicht haben sich ja die WP geändert. Oder spawnt noch, wenn du noch ein Stück hochläufst oder wegläufst. Ich glaube, wir sind umsonst hier hintergelaufen. Ich sterbe gleich. An dem gelben Haus. Das ist ja nicht mal gelb, das ist Pistazienfarben. Hier sitzen auf jeden Fall noch zwei. Nochmal 1200. 600. Oh, nee. Die nehmen wir mit. Laufen, glaube ich, dann wieder die 3 Kilometer zurück in die Stadt, auf den Markt. Und dann ist es auch schon vorbei, dann können wir noch entwickeln. Das wäre natürlich fett gewesen im Video, aber die Nase ist auch schon wieder zu. Ich hasse das. Noch eins. 1439. Okay. Ja, hier. Kommst du mal hierher. Hier habe ich mal gewohnt, ne? Mit meiner Ex. In dem gelben Gebäude. Da hat man wenigstens eine Terrasse am Start. Ich stelle euch mal kurz hier auf dem Grillplatz ab. Am alten Grillplatz. Da wurden Feste gefeiert. Da wurden Biere genascht. Sage ich euch. Das nehmen wir mal mit. Das dürfte das 100er sein. Dann können wir es theoretisch auch schon gleich entwickeln, oder? Bei dem hohen Level würde sich das auf jeden Fall lohnen. Rihorn wurde gefangen. 1400. 100%. 22.02. Okay, danke Fischi, ich nehme alles zurück. Du bist der Beste, ja. Wir hassen dich nicht mehr. Wir haben schon gesagt, wir verprügeln dich, wenn wir umsonst hierher laufen. Aber war einstimmig beschlossen. Das entwickeln wir gleich mal durch. Und das höchste Shiny natürlich nachher auch noch. Oh, jetzt wieder zurück, da freue ich mich doch drauf. 11 Minuten gehen wurde automatisch aufgenommen. Hat mein Handy hier gerade geschickt. Das kommt auf. Ein Rizer raus, vor allem stehen jetzt immer die Namen oben ja, drüber, wenn ihr entwickelt. Sieht voll billig aus, aber. Kommt auf 3253. Ja, für die 3500er Liga. Schabschutt durch. Ja, was interessiert mich denn deins, wenn ich mein eigenes entwickle? So machen wir das.
Genau. Ich müsste mich jetzt ummelden und auf allen anderen Accounts das auch noch fangen. Mache ich aber nicht. So, wir bewerten es nochmal kurz durch. 100% Katapult, Felswerfer. Richtig genial. Wir machen weiter. Ja, Felswerfer. Ich hab schon 200er. Jetzt hat er schon 200er. Stopp. 4 Sterne. 4 Sterne, ja. 322. Ja, ist ja erstmal scheiße. Vielleicht habe ich das ja auch. Das gucken wir uns aber später mal an. Wir laufen jetzt, glaube ich, noch ein Stück weiter, denn was vielleicht kriegt man ja noch einen Shiny. Was hast du heute? Das gibt's doch nicht. Wir sind zurück in der Stadt jetzt. Haben gedacht, gut, eine halbe Stunde ist noch, also eine Runde schaffen wir noch. Der Gefer fängt sein 15. Er fängt sein 16. Also, was bei dem nicht richtig ist. Und auch wieder so ein schönes, hohes, wunderbar. Er hat also jetzt 16 Stück. Und wir haben geguckt, wir haben sogar ein zweites 100er unbemerkt reingeschmuggelt. Zwar nur 322 WP, aber wenn wir das bewerten, steht auch da Angriff, Verteidigung, KP 15, auch vom 22.02. Nähe Röhmhild, wunderbar. Also 200er heute gegönnt. Hier sitzt der Janse Markt noch voll. Es ist noch Zeit. Eins möchte ich bitte noch haben. Dann ist der Tag perfekt. 1100. Da unten ist schon wieder Franz und Max. Ne? Max und Moritz, alle am Start auf jeden Fall. Gegen die dicke Kugel sind wir sogar ein Strich. So, ja. Vor allem hier, du bist doch eh nicht der Dickste in der Hut, Alter. Wir sind wieder mal in der Caritas-Gas. Es sind noch genau 10 Minuten. Ich korrigiere. Kopfstück vor dem Airport. 9 Minuten. Lass doch das Kopfstück von dem Airport in Ruhe. Das hat ja nichts getan. Und wir haben das nächste Shiny. Also eins habe ich ja gesagt, würde ich gerne noch haben. Ist jetzt also da. Ist, glaube ich, das 5. Ist jetzt nicht so krass die Ausbeute. Vielleicht sollte ich auch mit dem 2. Kauen rumrennen, dass ich dann so... Nummer 20. Ach, der Gefer, der hat sein 20. halt einfach bekommen. 20 Stück, fertig, bam. So ist der Unterschied, 20 zu 5. Aber er hat ja 2 Accounts. Was aber heißt, dass er vielleicht trotzdem 10-10 hat und nicht nur 5. Also er hat das Doppelte von mir. Egal. Ich werde mir noch ein paar rübertauschen auf jeden Fall von denen. Die sind nämlich auch richtig krass, richtig cool. Und ja, einmal im Spiel, immer im Spiel. Ihr wisst, es gibt ja auch momentan noch Rehorn Raids. Vielleicht sind die aber auch nur während des C-Days da. Warum will ich eigentlich abmoderieren? Haben doch noch 9 Minuten. Guckt euch das mal an. Der C-Day ist vorbei und wird natürlich normal beendet mit Trompeten und Posaunen. Müssen wir alles noch mit rausnehmen. Tja, Ampel, Bruder, Ampel regelt, ne? Digga, wie viel kommen da noch? 1, 2, 3, 4. Ich fang meine Rehorn, da lasse ich mir doch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ihr seht, der C-Day ist vorbei. Erfolgreich wurde das Rehorn verabschiedet. Mit Trompeten und Posaunen. Ne, mit Hupen vom Auto einfach nur. Ja, wie sieht's aus? Möchte der Gefer jetzt seine Ausbeute noch zeigen? Möchtest du deine Ausbeute zeigen? Oder willst du einfach sagen? Wir können es auch einfach sagen. Die Lasten bekommen. Muss ich mal gucken. 3 Shinies auf dem kleinen 2. Und ein 100er. 3 Shinies? Ja. Der dreht schon wieder durch. Ich kann ja mal fälschen hier. Felix halt. Ich hab auch 100er Shiny. Wow, 100er Shiny! Ja, vom Felix Junior. Wenn schon der Felix geil. Senior ist da, der hat nämlich, was jetzt gesagt? 22 Shinies. Was ist denn mit dem Julian los, der die Gruppe verlassen? Kann man mal mitnehmen. Welcher ist es? Welcher? Julian. Juli HBN. Ach, Juli. HBN. Ich dachte, er heißt Juli und nicht Julian. Ich dachte, er heißt HBN mit Nachnamen, siehst du? Rehorn? Ne, warte, wir machen es anders. Schill?
ist doch gut, euch braucht man nicht, ihr seid uninteressant. Nein, wir haben euch ja schon. Sind also nur 5 geworden. Ist aber nicht schlimm. Wir gucken mal kurz die Bewertungen an. Das hat 15 Angriff, ist glaube ich auch das höchste. Ja, das hat 15 KP, aber auch gute Werte. Wir nehmen also das höchste mit 1367, werden das jetzt noch entwickeln als Shiny durch. Das zweithöchste dann zum Rihorn machen, das zum Rihornio. Dann ist es eigentlich vorbei. Erst zum Rizeros, dann zum Rihorn. Vor allem, wir machen es zum Rihorn. Es ist doch schon ein Rihorn. Ja, genau, zum Rizeros. Ach, sieht das schön aus, ne? Als hätte es seinen samtfarbenen Bademantel an, Bruder. Samtfarben. Digga, was ist los? Ich kann nichts entwickeln. Ich hab keinen Sinusstein mehr. Musst du mal mit den Globelli kämpfen. Gut, zum Glück kann man da den Trick machen heute. Ein bisschen kämpfen und kriegt da Sinusteine. Bis zu 10 Stück, wie gesagt. Wo sind die alle hin? Was habe ich damit gemacht? Wenn du mehr als 2 Sieger hast, kriegst du ja aus dem Bärenzeug auch noch einen Sinusstein. Bruder Bärenzeug. Egal. Ich muss mich ranhalten. Ich muss ein paar Kämpfe machen. Ihr auch. Und dann wird das Rizeros noch entwickelt. Das schneide ich halt hinten rein oder so. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch 3 Stück übrig. 2 Rizeros, 1 Rihornio werden wir noch entwickeln. Das mit 15 Angriff. Das war's dann aber von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt eine richtig gute. Nimmst du einfach mal. Nehmt mal sein. So sieht's aus. Im Schneckenhaus, würde Schilling sagen. Finde ich cool mit diesem gelben Bauchgurt auf jeden Fall. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal was zu essen holen. Das war's von meiner Seite aus. Danke an Geva, danke an Fischi, danke an die 2 Sekunden, die der Felix Junior am Start war. Und hat allen die Show gestohlen mit seinem 100er Shiny. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Und schreibt natürlich rein, wie viel ihr bekommen habt. Ich bin so fertig gerade. Ich habe jetzt auf jeden Fall 5 Kämpfe gemacht. Den ersten habe ich gewonnen, ab dem zweiten habe ich dann einfach immer Kampf verlassen. Immer sobald der Kampf losging, Kampf verlassen, dann hat man ja automatisch verloren. Aber so sind die 5 Kämpfe wenigstens schnell vorbei gewesen. Rizeros. Und jetzt seht ihr hier, ich habe dann bei der Rangbelohnung nach den 5 Kämpfen, wenn ihr die Sachen bekommt, 2 Sinosteine bekommen. Das ist sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt noch das Shiny Rizeros entwickeln zu Shiny Rihornio. Und vielleicht kann ich die nächsten 5 Kämpfe machen, nochmal 2 Sinosteine mitnehmen, nochmal 2, nochmal 2, nochmal 2. Das wäre natürlich richtig genial. Dann würde ich mir auf jeden Fall alle 10 gönnen. Ich dachte eigentlich, ich habe ewig viele, aber irgendwo sind die alle fort. 3118. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Felswerfer 110 ist auch jetzt Wetter geboostet. Neue Attacke. Vielleicht werden wir auch das kleine 100er mal entwickeln. Vielleicht kann man das ja irgendwo bei PvP nutzen. Obwohl, wenn man immer nur reingeht und aus dem Kampf direkt flieht, braucht man eigentlich auch keine Pokémon. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus, unserer Seite, wie auch immer. Der Fischi steht auch noch hier. Der ist schon wieder Eis. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne?